Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Kitaria Fables. Also ich habe mal gegoogelt, welche Quest, was mir denn noch fehlt. Ich glaube, ich habe da so einen Ansatz. Das hat was eigentlich mit den Süßigkeiten hier zu tun. Bin mir nicht sicher, das werden wir dann nachher kurz sehen. Wir werden jetzt erstmal... Was machen wir jetzt eigentlich? Wir müssen warten, bis die Kinder hier stehen tatsächlich. Also darauf wäre ich nie gekommen. Wir wären ewig hängen geblieben. Wenn das überhaupt der Grund für die, dass ich hier hänge. Wenn das der Grund ist. Dann würde ich sagen, ich habe übrigens schon alles gegossen. Wie immer, morgen ist dann Erntetag. Und übermorgen ist dann Zahltag in dem Fall. Und ich hoffe, es kommt genug dabei raus, um für immer... Wir schlafen jetzt mal eine Runde. Weil ich habe gerade eh nichts mehr zu tun. Wir haben gerade wirklich nichts mehr zu tun. Ich hoffe, es ist jetzt mittags und nicht nachts. Uhr, ja. Oh, hoffentlich ist es nicht zu spät dafür. Das sehen wir jetzt gleich. Dann muss ich es uns morgen nochmal probieren. Oder ich sammle noch ein paar Süßigkeiten in der Nacht. Doch, guck, es geht. Es geht tatsächlich. Oh mein Gott, wer kommt denn darauf? Ich rieche etwas Süßes. Süßes? Was hast du da, Nyan? Kuchen? Bonbons? Gib sie mir. Du hast gerade deinen Snack gegessen, Kara. Mehr gibt es heute nicht für dich. Ich liebe Snacks. Ich könnte sie den ganzen Tag lang essen. Opa meint, wir müssen unser Gemüse essen, wenn wir Süßigkeiten und Snacks haben wollen. Ihr seid beide so lärmig. Vergiss sie, Nyan. Gib mir die Süßigkeiten. Geben wir das? Ja, komm. Hurra, Bonbons! Mampf! Du sollst sie nicht so verziehen. Du machst sie nur noch schlimmer. Oh. Hoffentlich war das jetzt nicht falsch. Ich hätte es ihm nicht geben dürfen, oder? Wir verlassen nochmal. Wir geben ihn. Oh mein Gott, ich wollte es nicht ganz verlassen. Ich will ihm die Süßigkeiten nicht geben. Entschuldigung. Moment. Tut mir leid. Die Folge fängt schon wieder super an. Egal, es hat gespeichert, als ich gepennt habe. Das heißt, wir rennen da gleich nochmal hin. Geben ihm nicht die Süßigkeiten. Also traurig. Und dann gibt es vielleicht eine Quest. Weil die waren ja nicht so begeistert davon, dass ich ihm die Süßigkeiten gegeben habe. So. Tut mir leid, kleine Unterbrechung. Also heute läuft es bis jetzt noch gar nicht. Es gibt so Tage, da hast du so einen richtig geilen Lauf da. Laufen die Quests, da laufen die Bosse, da laufen die Drops, da kriegst du eins nach dem anderen. Und heute ist so ein, geht so. Das erinnert mich ein bisschen an. Tatsächlich erinnert die. Es hört sich jetzt so komisch an, aber ein bisschen auf Flucht der Karibik. Warum auch immer, muss ich daran immer denken. Wenn ich den Startbildschirm höre. Mit dem. Ja, bla bla, kennen wir. Ja, du kriegst sie auf jeden Fall nicht. Nicht geben. Ach, warum nicht? Jatza sorgt sich um deine Gesundheit, Kara. Du musst vernünftig essen, sonst bekommst du morgen keine Snacks. Ach, ihr nervt alle so sehr. Quest angenommen? Kinderproblem. Aha, guck mal. Hast du meine Leckereien schon vermisst, Liebes? Es ist sehr gut, sich Gedanken um die Gesundheit der Kinder zu machen. Wenn es ums Gemüse geht, können sie manchmal ein bisschen schwierig sein. Hast du irgendeine Idee, wie man sie dazu bringt, es zu essen? Saft? Ich weiß nicht, ob sie den mögen, aber wir sollten das mal ausprobieren. Wie wäre es mit einem weiteren Experiment? Könntest du ein paar Auszüge von Pflanzenmonster sammeln? Du musst nur ein paar von ihnen besiegen. Könnte besser schmecken als Saft. Saft.
Gemüsesaft 1. Endlich wieder Quest. Besiege Gammelzwiebeln. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Das ist gar kein Thema. Endlich haben wir wieder Quests, Leute. Quests. Das ist ja wundervoll. Manchmal hilft das Internet halt einfach. Darauf wäre ich niemals gekommen. So, das war Rivero-Festung, gell? Diese Gammelzwiebeln. Und dann nach links raus Richtung Wüste. Da waren, glaube ich, immer 2-3 Stück. Und vor der Tür vor Rivero-Festung auf der rechten Seite. Also wenn wir hier rausgehen, sind ja auch welche. Oder? Tagsüber, ja, genau. Nur ein paar, gell? 20. So, 2, 3. Das kann jetzt eine Weile gehen. 4, 5. Haben wir einen Schlüssel? Nein. 6. Haben wir hier drüben noch welche? Ja. 7. Hoffentlich schaffen wir das noch vor 19 Uhr. Dann gehe ich wieder raus und wieder rein, weil dann können wir die Quest auch gleich abgeben. Bei wie viel waren wir jetzt? 7. 7 von 20. 8. 9. 10. 11. Du. 12. Gehen wir nochmal raus und wieder rein. Gar keine Zeit verschwinden. Hey! Da. Nummer 13. Die Biene brauchen wir eigentlich nicht, aber nehmen wir mal mit. Dieses Mal spawnen wir... Ah, hier sind 2. 14 und 15. Dann gehen wir nochmal raus und wieder rein. 5 Stück noch. Die Quest hätten wir schon viel früher machen können wahrscheinlich, oder? Die ganze Questreihe. Sechzehn, siebzehn, achtzehn. Hier sind keine, noch 2 Stück. Da hinten sieht nach nichts aus. 19. Da hinten ist keine mehr, leider. Dann nochmal raus und wir rein und dann haben wir die 20. Hoffentlich können wir uns porten und dann noch vor 19 Uhr bei der Dame sein. Da können wir es gleich abgeben. Schnell, 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 schnell. Und wenn, wäre es jetzt auch nicht so schlimm. 20. So, porten. Potendum. Verbraucht Teleport eigentlich Zeit? Das können wir jetzt mal kurz gucken. 18.34 Uhr. 18.34 Uhr, gar nichts. Okay. Ich habe deine Zwiebeln getötet. Sieht gut aus. Warte einen Moment, ich tue was davon dazu. Und das hier. Und den Geruch nach zu urteilen. Damit es besser schmeckt, vielleicht auch das hier. Und so ist widerlich. Ist echt widerlich, was ich da gemacht habe. Aber gib's den Kindern. Voila. Wie gesagt, gib's den Kindern. Ich hoffe, sie werden es mögen. Nein, sie werden es hassen. Hihihi. Gemüsesaft für Karmel. Hast du deine Meinung geändert?
Wie? Saft? Igitt, das schmeckt fürchterlich. Da esse ich doch lieber Gemüse als das hier. Gemüsesaft 2. Gleich in die nächste. Karamell mochte es also nicht. Hatte ich mir nicht gedacht. Wenn es ums Essen geht, ist das Kind pingelig. Ist aber in Ordnung. Nachdem er den Saft angewidert getrunken hat, wird er sein Gemüse jetzt viel lieber mögen. Danke, dass du mir bei dem Experiment geholfen hast, Liebes. Hier haben wir wohl versagt, aber mit etwas anderem Erfolg gehabt. Windsphäre und 500 Pennies. Es ist manchmal echt schwierig, sich die ganzen Stimmen zu merken. Also mit den Kindern bin ich mir sowieso ein bisschen unsicher. Wow, das war's. Nichts weiter? Gar nichts? Wow. Hier noch? Oh, schade, Marmelade. Vielleicht kommt da noch was. Dann würde ich sagen, gehen wir für heute schlafen. Wir haben ja nicht mehr viel zu tun. Inventar noch entlernen. Honigwabel. Das da. Und das da. Die Sachen kommen hier rein. Wir haben schon relativ viele Windsphären. Die müssten wir mal irgendwie verbrauchen. Süßigkeiten können eigentlich hier rein. Nur 3000 Pfotenpennies. Das ist so wenig. Können wir darauf da mit dem Geld überhaupt dann neue Weizen anpflanzen, so wenig wie wir da haben? Ich glaube 10 Stück. 100 sind 1000, ja doch, das reicht glaube ich gar nicht. Oh, es regnet sehr gut. Ich glaube, das wird nicht reichen, oder? Für alles. Oh oh. Auf jeden Fall, unser Zeug ist fertig. Unser Reichtum ist fertig. Und es regnet, das heißt, ich muss nicht mal ernten, ich muss nicht mal gießen. Schön. Sehr schön. Dann können wir morgen gleich die Rüstung machen. So schön, so viel Geld. Aus dem Ananas können wir eigentlich daraus schon was herstellen, aus der Ananas? Das Ananas-Tatar, was musste man dafür machen? Da können wir einen Teil noch verarbeiten vielleicht. Ich glaube, es war Mehl, gell? Mehl brauchen wir dafür. Ah, ich glaube, wir haben noch Weizen. Weil dann können wir ja Ananas-Tatar daraus machen und dann wäre ja... Das wäre super. Dann wäre ja stinkreich. Ich glaube, 500 gibt eins. Wenn ich mich nicht irre. Na. So, wie sieht's aus? Wir haben noch 340 Weizen übrig. Ja, das stimmt. Wir hätten vielleicht mal ein bisschen was verkaufen sollen, hä? Wenn ich das jetzt so verkaufen würde. 63.000, 67.000 hätten wir dann. Ist nicht die Welt irgendwie, gell? Ich hab da eigentlich mehr auf. Das ist halt, ja, ist halt 200 das Stück wert, das stimmt. Ich muss jetzt erstmal Weizen anpflanzen. Und guck mal, was das Tatar nochmal braucht, dieses Ananas-Tatar. Oh, guck mal, eine neue Quest. Hey, du musst was für mich tun. Bitte bau ein wenig Grünkohl an. Das ist eine persönliche Bitte. Also mach dir keinen Kopf wegen der Ausgaben. Ich gebe dir die Samen gratis. Komm nach der Ernte zurück. In Ordnung? Kohlsamen. Haben wir nicht schon Grünkohlsamen? Moment, wir kaufen jetzt erstmal den Weizen. Nur 150, das ist viel zu wenig. Mann, wir können nicht mehr alles anpflanzen, weil ich nicht drüber nachgedacht habe. Das ist ganz blöd, weil notfalls müssen wir das alles nochmal umgraben. Das wäre blöd. Haben wir Grünkohl?
Wir haben natürlich alles außer Grünkohl. Wäre ja auch fair. Okay, wir haben jetzt echt ein Problem. Ich hätte davor was verkaufen sollen. Weil mit den 60.000 kommen wir, glaube ich, nicht so weit. Ist zwar ein Haufen Geld, aber wie lange brauchen die eigentlich? Die Tulpen 3 Tage und der Grünkohl auch 3 Tage. Machen wir mal die hier runter. So. Puh, okay, wir haben ein Problem. Können wir noch zu Kekse machen, so kriegen wir 30 dafür, das ist halt auch nicht die Welt. Wisst ihr was, ich verkauf's einfach. Ja, wobei, warte, ich nehme mal, ich lasse es jetzt mal drin. Wir gehen jetzt kurz in die Stadt, gucken nach dem Ananas-Tatar. Jetzt haben wir wenigstens auch wieder neue Quests, was ich übrigens super finde. Vielleicht geht die Questline jetzt damit auch weiter. Die ganze Questreihe. Teleportieren, Rivero-Festung. Hier bei dem Pickel. Mehl und Ananas. Verkauf 510 Pfotenpennies. Also wir kriegen statt 200 500 dafür und brauchen nur einen Ananas. Wir brauchen zwar 2 Mehl, das ist dann ungefähr 120 Weizen, das sind 4 Weizen, heißt 120 Pennies, weil ein Weizen sind 30 Pennies. Plus die Verarbeitung, sagen wir mal 140, 240, also 240 würden wir Verlust machen, kriegen dafür 510. Heißt, wir machen Gewinn von knapp. Doch, das lohnt sich, das alles in Ananas-Tatars zu machen. Okay. Guck mal, hier sind noch ganz viele Quests offen. Ganz viele Quests. Cool. Das ist eigentlich, die können wir sogar machen. Kohl, Tomaten und dann können wir die Tomaten eigentlich auch behalten. Ich bin am überlegen, wie wir das jetzt anstellen. Hat die Tussit eine Quest für uns? Nö. Das Tigerdame, Damechen, wenn ich bitten darf. Okay, das bedeutet. Ah ja, teleportieren. Ich brauche schon wieder Gedanken. Ich überlege gerade, wenn wir. Wir haben halt jetzt kein Geld, um das Weizen zu verarbeiten. Das ist der Scheiß. Wo wir müssen irgendwas verkaufen, damit wir morgen das ganze Zeug verarbeiten können und dann verkaufen können. Mist, 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 Mist. Die Tomaten wären für ein Sandwich eigentlich noch ganz nützlich. Ah, 500, das ist halt schon eine Hausnummer. Wir reden hier vom Doppelten. Wir würden doppelt so viel Gewinn machen, wenn wir das nicht so verkaufen. Und die Tomaten, 3000 zu wert. Wir behalten mal 20 Stück und guck mal, was können wir rausballern. Hier eigentlich ungern irgendwas, höchstens vielleicht ein paar Sphären. Also 2 davon. Haben wir hier was übermäßig übertrieben viel, die Flügel. Dann verabschieden wir uns mal ein bisschen von den Flügeln nochmal. Die Slimes, ja, für was sind die eigentlich gut? Davon kann ich Slime bisher machen. Ja, aber dafür brauche ich auch wieder Geld. Der Honig hatte nichts zu suchen übrigens, der kommt hier rüber. Ganz ehrlich, sind zwar nur 105 wert, aber Kleinvieh macht auch Mist, sagt man doch immer. Machen wir mal 64 weg.
die jenen Marken, ob ich die jemals wieder brauche. 25 kommen weg. Von mir aus 3 Flügel noch. Saft ungern, die Reben vielleicht 4 Stück. Sind da auch nichts wert wahrscheinlich. Von hier aus hier 7 Stück weg. Ganz ehrlich, für was brauchen wir die überhaupt, die Blütenkleeblätter? Machen wir mal 27 weg. So. Wie viel kriegen wir dann zusammen? Die ist gut was wert. Wie viel sind die wert? Ah, 400 pro Stück. Zack, 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 zack und zack. Und zack. Die am besten auch noch? Nein. Ich denke mal, so geht es. Dann kommen wir auf 4000, können das Zeug morgen verarbeiten. Verkaufen und vielleicht den restlichen Weizen noch anpflanzen. Das wäre auch schön. Schade, dass wir nicht direkt Geld machen können, wenn es drauf ankommt. Das ist echt. Und hier wird wahrscheinlich, müsste ich das ganze Feld nochmal aufbauen. Ah! Wie könnten wir jetzt noch schnell ein bisschen Geld machen, ist die Frage. Ich zieh jetzt mal kurz die andere Rüstung an. Sieht doch viel stattlicher aus. Sieht auch viel stattlicher aus. Kommt hier unten eigentlich noch was? Nee. Das ist schon hier der Rest, okay. Wir gehen noch mal in die Wüstenstadt. Und gucken, ob da vielleicht wieder jetzt eine neue Quest aufgetaucht ist. Und wenn nicht, dann farmen wir dort die Goblins ein bisschen. Ich glaube, die Cobra schaffen immer noch nicht. Hallo? Oh Gott. Endlich mehr Quests. Wie? Was ist? Eine geheime Höhle? Hier? Ja, die habe ich schon lange entdeckt. Mal sehen. Ich habe von einigen Reisenden etwas über eine geheime Piratenhöhle gehört. Suchst du danach? In diesem kleinen Körper steckt mächtig Bomben, was? Wie auch immer, du wolltest für uns hier zu Höhlen und Dungeons? Nun, wer mir ein bisschen hilft, bekommt auch meine Hilfe. Nur der Tod ist umsonst und selbst der kostet das Leben. Hehe. Guter Spruch. Wie wär's? Kommen wir ins Geschäft? Okay, gerne. Großartig. Ich wusste, dass du eine Gelegenheit nicht durch den Lappen gehen lässt. Was ich also von dir will, ist, du sollst mir erstmal einmal helfen. Ich arbeite hier in Teilzeit, weißt du? In Ordnung. Jetzt wurde die Festung wieder bevölkert und die Brücke repariert ist, muss ich mich darauf vorbereiten, mehr Besucher zu empfangen. Dieser Ort hier sieht momentan verlassen und heruntergekommen aus. Hast du irgendeine Idee, mit mehr Besucher anlocken können? Ich weiß, dass die Lage gerade düster scheint, aber wir können nicht einfach aufgeben. Könntest du zur Rivero-Festung gehen und jemanden Sachkundigen fragen? Informationen sammeln, das tun wir. Langsam kommt wieder Schwung hier rein. Juhu! Neue Quests heißt neue Quests. Heißt neue Quests. Wenn wir da hinten reinkommen, vielleicht finden wir da dann einen Münzbeutel. Das ist wahrscheinlich der Bär, oder? Muss ja zu den Bären. Nope. Die Dame? Ja. Kelly. Hey, sieh nur da. Sieh nur alles an. Suchst du nach Ratschlägen, wie man ein Geschäft verbessert? Das ist am Strand, oder? Das bedeutet, dass dort ein ziemlich Kommen und Gehen herrscht. Ich würde vorschlagen, erst einmal das Essensangebot zu verbessern. Man sollte versuchen, etwas anzubieten, das den Flair des Ortes einfängt. Wie wäre es mit ein paar frischen Getränken und Pizza? Eine gute Pizza kann niemand widerstehen. Bring diesen Käse und Zucker zu Pickel. Er wird dir beibringen, wie man was Leckeres macht. Zucker, Käse, gutes Essen. Hallo Abenteurer, willkommen zurück. Ich weiß gar nicht, wie ich die Stimme ich dir gegeben habe. Miss Kelly hat empfohlen, dass Pickel dir ein paar Rezepte lehrt. Oh nein, Pickel ist nicht annähernd qualifiziert für etwas. Du bestehst darauf? Nun gut, Pickel wird es versuchen. Pickel hat eine alte Pizzarezept von Großmutter. Schmeckt sicher noch toll.
Hast du Tomaten auf deiner Farm angepflanzt? Falls ja, kann Pickel ein paar haben. Wir werden zusammen eine Pizza machen. Tatsächlich habe ich sie. Ja, habe ich. Wie viel will er? 5 Tomaten, ja, easy. Gott sei Dank haben wir das nicht. Ich wusste, es wird irgendwann von Vorteil sein. Jetzt müssen wir sie nicht noch anpflanzen und ein paar Tage warten, sondern können direkt Gas geben. Aber ihr wisst es, das machen wir leider erst in der nächsten Folge. Da machen wir da die Quest. Warte, jetzt haben wir ja wieder den Flow. Dann warten wir auf morgen, verkaufen den ganzen Müll. Pflanzen erstmal das Weizen an. Der ganze Müll wird über Nacht verkauft. Hier ist übrigens eins leer, das macht mich fertig. Müssen den Rest hier wieder anpflanzen, dass hier wieder was nach was aussieht. Und dann verkaufen die ganzen Ananas-Tatar. Ja, da wird ordentlich was gehen. Auf jeden Fall, Dankeschön fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.